Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine neue Drogeriemarke für euch, die ich heute ganz exklusiv, nur wir, gemeinsam testen. Und zwar geht es um Eveline Cosmetics. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich habe aber ganz viele Nachrichten von euch schon bei Instagram bekommen, dass viele von euch auf diese Marke schwören. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und fangen gleich an. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Seid glücklich, zufrieden, satt und voller Freude für ein neues, wir testen eine neue Marke, die es jetzt in Deutschland gibt. Eveline Cosmetic kommt nämlich aus Polen, soweit ich weiß. Ist eine polnische Marke, gibt es jetzt aber bei Cosmetic for Less. Und ich habe die Produkte von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe auch einen Code für Cosmetic for Less für Eveline Cosmetics bekommen. Steht einmal unten in der Infobox, da könnt ihr einmal vorbeischauen, falls euch irgendwie ein Produkt interessiert oder so. Und ja, Freunde, ich bin richtig gespannt. Ich liebe es, neue Marken rauszufinden und zu testen und zu schauen, gibt es da irgendwas Neues. Weil ich fühle mich im Moment so ein bisschen gelangweilt von der Drogerie, aber ich weiß, dass bald die Sortimentsumstellungen kommen und dann wird das Ganze auch wieder spannend. Das ist immer so, der Sommer ist immer so, es zieht sich immer so. Eveline Cosmetics hat sich aber gedacht, komm, wir kommen jetzt nach Deutschland und hier ist einmal ein Full Face. Ich habe extrem viele Produkte hier, ich werde nicht alle in diesem Video auf mein Gesicht kriegen. Ich habe beispielsweise 2 Foundations, 2 Concealer, 2 Setting Sprays, 4 Lidschattenpaletten. Ich zeige euch aber so ein bisschen erstmal, was ich da habe. Ich habe hier eine Lidschattenpalette, die erinnert mich so ein bisschen an die Naked Nudes Palette, die Standard Naked Palette. Kommt auch so in so einer Verpackung. Ich lasse die Sachen zu, packe die dann in eine Verlosung oder teste sie noch mal in einem anderen Video. Ich wollte es euch aber einfach alle mal gezeigt haben. Preislich sind die Sachen so zwischen Love und L'Oreal, ein bisschen Catrice, also im mittleren bis höheren Drogeriesegment. Gibt es bei Cosmetic for Less. Ich habe sie jetzt auch als neue Drogeriemarke bezeichnet, weil ich finde, dass sie einfach auch in diese Sparte passt. Und ich mache weiter mit der Angel Dream Palette. Die ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, doch, ihr könnt das gut sehen. Auch so ein bisschen neutralere Töne, aber ein bisschen was Spannendes. Welche ich auch sehr spannend finde, ist die Ruby Glamour Palette. Die sieht aus wie die Naked Cherry Palette, glaube ich. Oder Naked Cherry müsste das sein. Und dann habe ich eine, die ich richtig schön finde. Ich glaube, die möchte ich heute auch benutzen. Das ist die Sparkle Palette. Ihr könnt hier sehen, die hat so Pailletten drin. Und ist innen auch sehr, sehr schön. Machen wir gleich. Es gibt auch Pflege von Eveline Cosmetics. Die Handcreme ist wundervoll. Die hatte ich jetzt schon, als ich ein paar Tage weg war, mitgenommen. Wir haben hier noch eine Handcreme. Es gibt Masken. Auch die habe ich gestern getestet. Da ist so unglaublich viel Serum drin. Ich hatte die Maske eine halbe Stunde auf dem Gesicht. Danach habe ich sie abgemacht, konnte das Serum noch ausdrücken und konnte mir das dann noch ins Gesicht geben. Tolle Sachen, wirklich. Und ich finde es spannend, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Und das machen wir jetzt auch, Freunde. Ich habe lange genug gequatscht. Ich mache ein bisschen Platz. Schau gerade mal, ob ich einen Primer habe. Nee, ich glaube nicht. Nicht so schlimm. Wir benutzen ein Setting Spray. Ich habe einmal hier das Fixer Mist Long Lasting Formula 12 Stunden. Polnisch rede ich jetzt hier definitiv nicht. Aber falls ihr aus Polen kommt oder vielleicht Erfahrung schon mit Eveline Cosmetics gemacht habt, schreibt doch gerne mal eure Favoritenprodukte unten in die Kommentare. Vielleicht ist eins dabei, vielleicht nicht. Dann schaue ich da definitiv aber mal nach. Das ist ein Fixing Mist und dann habe ich hier noch ein Glow and Go Aqua Miracle Hyaluron Spray. Das hat so einen Schimmer drin. Wir probieren es einfach mal aus. Da sind 110 Milliliter drin. Und das gebe ich mir. Es riecht sehr gut. Es riecht reif. So ein bisschen nach Rose, ein bisschen blumig. Mag ich total gerne diesen Geruch. Hat auf jeden Fall einen kleinen Glow auf meiner Haut gelassen. Ich bin ein bisschen dunkel heute. Deswegen glaube ich, dass die Foundation, die ich hier habe, ein bisschen zu hell sein könnte. Aber Freunde, wir sind hier. Ihr kennt das Spiel, wie das hier mit Foundations läuft. Ich habe 2 Foundations. Einmal die Smooth Matte Fresh Look 16 Stunden Foundation. High Quality steht oben drauf. Und dann habe ich hier die Selfie Time Foundation plus Concealer. Well, you know my face? Reicht nicht. Das ist die Farbe 06 Honey 2W1. Und das ist, die sieht sehr, sehr hell aus. Ich glaube, die benutze ich jetzt nicht. Wir benutzen einfach mal die Selfie Foundation. Ich hatte die gestern schon geswatcht und die war farblich okay.
Dann habe ich Selbstbräuner benutzt. Ich gebe mir erstmal so ein kleines Würstchen hier auf meinen Handrücken und benutze ein Dual-Ended und mache erstmal eine halbe Seite. Ja, okay, also wenn ich jetzt den Selbstbräuner nicht benutzt hätte, könnte das eine gute Foundation-Farbe sein. Riecht auf jeden Fall ganz angenehm, nicht so extrem überparfümiert. Aber die ist ein bisschen pastig von der Textur her. Also nicht schlecht pastig, sondern ich beschreibe gerade so ein bisschen die Viskosität der Foundation. Herzlich willkommen bei Make-up-Wissenschaften mit Maxim. Mit dem Schwamm hier, mit dem Pinsel hier gefällt mir das nicht. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Schwamm und schaue mal, wie sich die Foundation dann auftragen lässt. Ja, wesentlich einfacher. Ich finde, mit den Dual-Ended Brushes geht nicht jede Foundation, weil einfach die Textur nicht dafür gemacht ist, dass sie in diese Haare reinläuft und sich dann gleichmäßig verteilen lässt. Der Kraft würde ich jetzt sagen, ist eine Medium Foundation oder eher eine leichte Foundation. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr und baue mir die Foundation etwas gröber auf, dass wir auch einen Full Coverage Effekt sehen können. Und dann hole ich euch selbstverständlich wie immer auch ein Stückchen näher ran. Ja, also das ist wirklich eher eine leichte Coverage. Deswegen verstehe ich dieses Foundation plus Concealer nicht ganz so. Hat aber Anti-Pollution-Komplex und Hyaluronsäure mit drin. Steht ganz dick auch noch Innovation drauf. Sehe ich jetzt noch nicht so ganz die Innovation, aber sie fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Das sieht jetzt so ein bisschen unruhig aus. Ich probiere das mal hier ein bisschen ordentlicher einzuarbeiten gleich. Hautbild an sich sieht aber schön aus. Nur die Deckkraft ist halt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich bin jetzt mal ein kleines Stückchen näher gekommen. Also ich muss wirklich sagen, das Finish auf der Haut gefällt mir sehr gut. Die ist sehr luminous. Sehr, sehr leicht. Also sie ist wirklich fast wie so eine Serum-Foundation, obwohl sie sehr, sehr dick war. Fühlt sich wirklich schön an. Deckkraft ist mir persönlich für den Alltag, was ich im Alltag trage, einfach ein bisschen zu leicht. Ist aber wirklich, also das ist einfach nur ein persönliches Empfinden. Wenn ihr eine leichte Foundation sucht oder so eine mittlere, könnte das vielleicht eine gute Sache sein. Wow. Sieht aus wie eine ganz zarte Feuchtigkeitscreme, die sich sehr schön, wirklich sehr schön mit meiner Haut verbunden hat. Also es ist sehr frisch auf der Haut. Schauen wir mal, was die Concealer können. Da habe ich zwei verschiedene. Ich habe einmal den Magic Perfection Concealer. Der soll Eye Corrector, Remove Shadows und Symptome von Müdigkeit. Ich bin ein wandelndes Symptom an Müdigkeit. Illuminate Skin, Moisturizes die weiche, zarte Haut unter dem Augen. Hat Hyaluronsäure, Peptide, Vitamin E und Matcha-Tea, Water-Green-Tea-Extrakt mit drin. Gurkenextrakt, die Haut aufhellen sollen. Blaue Alge. Das klingt wie die Beschreibung der Lösung für alles auf der Welt. Ich habe noch einen anderen. Das ist der 2W1 Korrektor Concealer Covering and Illuminating. Wir gucken einfach mal beide an, oder? Also Packaging ist recht schlicht. Das ist jetzt alles nicht so Packaging. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht, weil Essence Packaging ist ja jetzt auch nicht so, wo ich sage, wow, high quality. Dafür zahlen wir aber auch nicht. Meistens ist es ja so, dass die Qualität von Make-up, egal ob Drogerie oder ein bisschen höherpreisig, ähnlich ist. Der Preis ist meistens der Unterschied einfach vom Packaging und von der Prestige, die diese Marke hat. Und dann habe ich hier, okay. Wir probieren beides einfach mal aus. Ich gebe mir jetzt hier so ein bisschen was auf meine Hand. Erinnert mich so ein bisschen an den IT Cosmetics Concealer. Ist jetzt natürlich ein bisschen hell. Ich arbeite mir das erstmal hier so ein bisschen mit dem Pinsel ein. Und dann gehe ich mit dem Schwamm noch mal ein bisschen rüber. Also der kommt dem IT Cosmetics Concealer schon recht nah. Er ist natürlich jetzt sehr, sehr hell, aber I like it like that. Ist immer so schwierig, wenn die Farbe nicht passt. Wir probieren mal den anderen auf der anderen Seite. Das ist die Farbe 05 Nude. Füßchen ist recht klein. Gefällt mir besser. Der gefällt mir wesentlich besser. Ich mache den jetzt hier nochmal ein bisschen mit rüber. Der hat tatsächlich so ein luminous Finish. Also nicht matt, absolut nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber es reflektiert so leicht unter meinem Auge. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich mag sowas, ja. Falls ihr so trockene Fältchen oder eine trockene Haut unterm Auge habt, könnte das eine gute Sache sein. Also das Finish ist wirklich fantastisch. Gefällt mir wirklich gut. Dieses leicht glowige. Aber die Deckkraft, girl. Egal, wir haben heute einfach Natural Make-up. Sehr schön. Sehr, fühlt sich sehr, sehr feucht unter den Augen an. Ich sette das Ganze mit dem Celebrities Beauty Puder in der Farbe Golden Caramel.
Das Packaging ist fantastisch. Es ist so ein bisschen so ein kompakt, hat so eine kleine Puderquaste und ein sehr, sehr schönes Pressing drin. Erinnert mich so ein bisschen vom Pressing an Guarana. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich nehme jetzt einfach meinen Schwamm, gehe nochmal lang und nehme ein bisschen Puder auf und zette damit unter meinem Auge. Schaut euch das mal an, schaut mal meine Stirn. Ich gehe jetzt hier rein. Das blurrt. Das zeichnet extrem weich. Yes! Und man kann es aufbauen, ohne dass es cakey aussieht. Okay, Freunde, Favorite bis jetzt. Das ist fantastisch. Celebrity Skin Puder. Celebrity Beauty Puder. Ich gehe nochmal ganz leicht mit dem Pinsel hier rein und zette den Rest so ein bisschen. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Puder. Das kann ich mir gut vorstellen für zwischendrin, falls man vielleicht schon so ein bisschen im Tag vorangeschritten ist und es so leicht in der T-Zone ölt. Einfach mit dem Kompakt oder mit einem Pinsel hier so ein bisschen um die Nase und das softet das komplett aus. Wir sehen so ein bisschen, die Unreinheiten kommen noch leicht durch. Ich habe auch einen kleinen Sonnenbrand. Also Freunde, don't judge my skin heute. Ich sehe wirklich aus wie der letzte Lumpen. Bronzer habe ich nicht. Ich habe dafür einen Highlighter und zwar den Glow and Go Strobe Highlighter. Ist made in EU. Oh, okay, alles glaube ich, oder? Cruelty-free und vegan. Schön, dass ich euch das jetzt sage. Aber der Highlighter erinnert mich so ein bisschen an so einen Catrice Baked Highlighter. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich gehe einmal mal rein. Und ja. Gebackener Highlighter halt, ne? Self-lining. Ich finde, das Puder hat so einen leichten White Cast. Ich glaube, dass die Farbe einfach nicht die richtige für mich ist. Ich mache jetzt ein bisschen Bronzer einmal rauf. Und mit so ein bisschen Bronzer sieht das Ganze gleich sehr, sehr schön aus. Also mir gefällt die Haut, wenn ich jetzt nah dran mit dem Spiegel bin, wirklich gut. Sieht sehr schön gesoftet hier im Porenbild aus, sehr, sehr ebenmäßig. Der Kraft könnte natürlich ein bisschen höher sein, aber nicht schlecht. Und die fühlt sich wirklich gut an. Die ist so ein bisschen erhaben hier. Und das sind einmal die Farben. Sehen wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Aber ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Und so könnt ihr das Ganze auch nochmal von Namen sehen. Also es sieht wirklich sehr schön gesoftet aus. Eine sehr natürliche Deckkraft. Hier, Freunde, I'm sorry. Rasierpickelchen sind am Start. Das ist furchtbar und das hilft nichts anderes. Ich bin gerade dabei, jemanden zu suchen, der mir das einfach weglasern kann, weil es entzündet sich immer bei mir. Ich möchte, dass es ordentlich aussieht hier an meiner Haut und dann kriege ich Pickelchen und das sieht noch döver aus als mit Bart. Ich nehme als erstes einen großen fluffigen Pinsel und gehe in dieses Orange hier. Kaum Kickback. Pinsel sieht sehr gut aus. Und das gebe ich mich hier als. Als Transition Shade wollte ich eigentlich sagen, aber das ist keine Transition Shade mehr. Muss mich kurz zusammenreißen. Das ist, also ich bin, ihr habt es gesehen, ich bin einmal hier rein, so ein bisschen gesprayt, abgeklopft und dann hier rauf. Crazy. Wow. Ich habe die Augenbrauen noch nicht gemacht, aber habe ich was für die Augenbrauen? Nee. Aber ich finde im Moment, ich bin so. Augenbrauen, das ist mir im Moment zu anstrengend. Ich weiß nicht warum. Sehr, sehr wunderschöne Farbe. Gefällt mir gut. Kann ich mir auch vorstellen, so ein bisschen als Blush oder so. Diesen Monochrom-Look, wenn ich mir das einfach nur aufs Lid geben würde. Ich gehe jetzt mit einem kleinen Pinsel hier in das Braun hier unten und setze mir das in die Crease. Baue mir das hier schon mal so ein bisschen auf. Die könnte ein bisschen intensiver sein, aber wir dunkeln das Ganze gleich nochmal ab. Ist eine gute Farbe, um die so in das Orange mit reinzublenden gleich. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel von vorher und blende die Farbe aus. Und auch das geht ganz gut. Okay, so sieht das Ganze schon ganz schön aus. Ich gehe jetzt nochmal in dieses Dunkle hier und setze mir das hier außen hin. Auch sehr, sehr intensiv. Yes, crazy. Ich nehme mir jetzt so einen flachen Pinsel und gehe in das Gold hier rein. Wow. Okay, das ist extrem metallisch. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe hier in das Rot und mache mir das so ein bisschen einen Übergang. Auch das ist extrem pigmentiert. Ich finde die Farbaufteilung der Palette auch wirklich gut, weil es gibt zu jeder Farbe einen Schimmer. Schaut mal, das kann ich hiermit verbinden, das kann ich hiermit verbinden.
Also schon sehr durchdacht die Palette, muss ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie die Deutschlandflagge. Ich lieb's. Blend jetzt hier außen noch mal so ein bisschen lang und mach das alles sauber. Also wirklich sehr, sehr schön. Fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an von der Textur her. Schön weich, schön cremig auf den Augen. Yes. Ich habe auch eine Mascara und das ist die Magnetic Look Ultra Volume Mascara. Die soll 200% vermutlich mehr Volumen machen. Das Bürstchen ist auch ein ganz spannendes. Und zwar ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so ein bisschen sanduhrenförmig. Ihr seht natürlich jetzt nicht so viel, aber ich gebe euch dann bei Instagram mal ein Update zu der Mascara. Aber sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber macht schön schwarz. Ich mag das Bürstchen und vor allen Dingen mag ich, dass da nicht so extrem viel Produkt am Bürstchen dran ist. Ich finde das immer ganz, ganz furchtbar, wenn ich eine neue Mascara aufmache und es dann so extrem viel Schmand da dran ist. Und man kommt damit gut in die Ecke. Ich habe einmal ganz kurz Lashes drauf gemacht, nur so ein paar leichte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe aber noch was anderes. Und zwar ein Lip Liner, ein Eyeliner. Das machen wir lieber nicht, weil das kann den ganzen Look zerstören, so wie beim letzten Mal. Und ein Liquid Lipstick. Ich weiß nicht, ob der jetzt dazu passt. Wir probieren mal den Lip Liner aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber im Deckel ist sogar ein Anspitzer drin. Wow. Okay, das ist die Innovation überhaupt. Der Anspitzer ist im Deckel drin und ihr müsst ihn einfach noch raufstecken, drehen und dann spitzt ihr den schon an, ohne dass ihr erst hier hinten die Kappe rausmachen müsst. Evelyn? Ehrlich gesagt, wollt ihr meine ehrliche Meinung haben? Am Anfang habe ich gedacht, Evelyn Cosmetics ist die große Schwester von Sabrina Rudnick. Ich werde immer wieder gefragt, Maxim, wer ist eigentlich Sabrina Rudnick? Und ich sage euch, Freunde, geht mal bitte zu Woolworth oder in den Euroshop oder zu Teddy oder zu sonst was. Und das Make-up, was ihr da findet, Sabrina Rudnick. Farbe ist sehr schön. Das ist die Farbe Light Plum. Gefällt mir gut. Ich probiere jetzt aber den Liquid Lipstick einfach nochmal aus, damit wir es auch gesehen haben. Es ist ein Lip Lacquer. Es ist kein Liquid Lipstick, Freunde, sorry. Yes, ich liebe diese Texturen. Passt jetzt zwar überhaupt nicht zum Lidschatten-Look, wobei es ist okay. Aber ich liebe diese Texturen, dieses langanhaltende, aber trotzdem glossige. Das fühlt sich genauso an wie ein langanhaltender Liquid Lipstick mit einem Gloss drüber. Wow. Freunde, das ist einmal der Look mit Evelyn Cosmetics. Ich muss sagen, dafür, dass ich noch nie was von dieser Marke gehört habe, gefällt mir das unglaublich gut. Ich liebe den Schimmer auf den Augen. Das Puder war toll. Der Lip Lacquer fantastisch. Es sieht nicht aus wie eine günstige Marke, finde ich. Es hat schon wirklich Potenzial, höherpreisig zu sein. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne mal ein kleines Feedback in die Kommentare. Schaut gerne bei Cosmetic for Less vorbei. Mit dem Code könnt ihr ein bisschen was auf Evelyn Cosmetics sparen. Lip Lacquer. Mein Favorite-Produkt überhaupt. Freunde, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.